Ja, sei mal froh, dass du nicht Amar datest. Sorry, Amar, aber da musst du sein. Du hast uns alle schon warten lassen. Das ist Jasmin, aka Gnu, und sie ist Streamerin und YouTuberin. Sie datet heute 7 Jungs gleichzeitig. Hinter dem weißen Vorhang stehen 7 Boys. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur einer übrig. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Jasmin Gnu. Ich mache hauptsächlich YouTube und streame auch und bin heute hier, um die große Liebe zu finden. Das finden wir. Was ist dein erster Eindruck? Ja, ich muss sagen, sehr, sehr gut und sehr, sehr schwierig, weil ich bin so ein richtiger Schubanause. Also ich bin halt von meiner Schwester gekleidet worden. Ne? Sieht gut aus. Sagen. Also wirklich. Meine Community wird denken, who's that girl? Deswegen, die haben alle ihren Charme. Und deswegen, das fällt mir unfassbar schwer. So, wenn du einen Freund hättest, welche Schuhe würdest du ihm schenken? Ich finde die voll schön. Die zweiten? Ja, die sind süß. Ja, die sind echt cool. Die sind richtig süß. Und er steht so richtig ready da, so, ne? Ready auf ein Date zu so gehen. So richtig so. Ja. Okay, und welche Schuhe würdest du jetzt tendenziell eher sagen, super, aber nicht perfekt? Ich glaube, die Nike, die mit dem braunen. Mhm. Eher nicht so. Nummer 5. Ja, aber es ist nichts Persönliches. Aber die sind trotzdem nice, nur nicht peak. Ja, aber ich achte auf sowas tatsächlich auch gar nicht. Okay, hast du eine Frage für die erste Runde? Ja, und zwar würde ich fragen, furzt ihr vor eurem Partnerin? Wie du raushaust! Ja, das ist schon essentiell. Also ist es tabu? Also ich frage einfach die erste Person, oder? Mhm. Kandidat Nummer 1, furzt du vor deiner Partnerin? Also das ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Frage. ich würde trotzdem sagen, ich bin ehrlich, ich würde sagen ja. Denn ich finde, vor seiner Partnerin sollte man sich, ja, also man sollte alles so frei leben können, wie man sich gibt. Das heißt, ich bin eine Person, die gerne furzt, sag ich mal. Ich glaube, wie jede andere Person auch. Und ich würde das auch vor meiner Partnerin machen, da bin ich ehrlich, weil ich denke, dann gibt es auch keine Hemmungen und eine gute, gesunde Beziehung wird aufgebaut. Sehr schöne Antwort. Und darf deine Partnerin auch vor dir furzen? Mit mir furzen? Also vor dir furzen? Ja, natürlich. Ja, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich glaube, das kennt jeder. Ne? Du bist auf dem ersten Date, du hast übel den Blähbauch, hast du Bauchschmerzen, weil du es nicht rauslassen kannst. Ja. Ja, wenn du, also klar, beim ersten Date jetzt vielleicht nicht, aber irgendwann, ich meine, man muss jetzt nicht krampfhaft die ganze Zeit vor dem Partner furzen, aber was raus muss raus. Okay, Kandidat Nummer 2, wie stehst du zum Furzen mit dem Partner? Ja, also ich sehe das genauso wie mein Vorredner. Ich würde es auch machen. Ich finde auch in der Beziehung, man sollte keine Hemmung haben, man sollte sich vor dem Partner vor allen Dingen für nichts schämen müssen. Und von daher würde ich das auch machen, ja. Und auch meine Partnerin darf auch vor mir furzen, hätte ich kein Problem mit. Sehr gut. Er hat sogar Knöpfchen an den Schüchen, das ist ja süß. Oh, ja. Du bist richtig in love mit den Schuhen. Ich finde die geil. Also auch egal, was aus uns wird oder nicht, ich nehme die Schuhe. Ich nehme die auch getragen. Kandidat Nummer 3, wie stehst du zum Furzen? Ja, also per se habe ich damit auch kein Problem. Wie schon gesagt wurde, beim ersten Date jetzt eventuell nicht unbedingt. Aber wenn man sich dann so näher kennenlernt und das dann halt auch in so Richtung Beziehung geht, finde ich so generell Röpsen, Furzen sollte in natürlich nicht unangebrachten Momenten, aber generell schon normal sein. Solltest erstmal die Eltern kennenlernen. Ja, das nicht unbedingt. Aber jetzt so, beim ersten Mal Eltern kennenlernen, jetzt vielleicht nicht so ein Schwein am Tisch sein, aber innerhalb der Beziehung sollten da eigentlich keine Hemmungen bestehen. Ich finde seine Stimme. Ich finde, die klingt voll erwachsen. Ja, voll. Passt auch zu den Schüchen. Mhm. Also steht so richtig fest im Leben, ja. Oder? Ja. Kandidat Nummer 4, wie stehst du zum Furzen? Ja, also für mich ist es gar kein Problem. Ich kann mir sogar auch gerne ins Gesicht reinfurzen. solange sie keine Eier gegessen hat oder ich keine Eier gegessen habe, dann ist alles gut. Okay. Der ist ein bisschen nasty. Der ist ein bisschen kinky, ja. Mhm. Kink, ich fühle. Mhm. Du fühlst? Nein, ich fühle, dass ja, das ist ja den Kink. Wenn ich jetzt nicht furzen darf, nein, Spaß. Okay, weiter. Nächste. Kandidat Nummer 5. Ja, ich habe damit auch gar kein Problem. Also ich mache das ja auch vor meiner Partnerin dann. Damit habe ich gar kein Problem eigentlich. Er ist ein ruhiger, jo. Oder? So ein gechillter. Kandidat Nummer 6, wie stehst du zum Furzen? Ja, zu 100%, sonst glaube ich, wird die Beziehung sehr, sehr weird auf Dauer. Ja, safe. Und Kandidat Nummer 7? Bei mir genauso. Und ich würde auch sagen, wenn die Partnerin furzt, finde ich es sogar ein bisschen süß. Keine Ahnung wieso, aber... Wenn ich furze, findest du das nicht mehr süß? Vielleicht. Er denkt halt an diese so...
Okay, cool. Aber da war eigentlich gerade so ein kleiner Flirt zwischen euch, voll süß schon. Ja. Okay, basierend auf diesen Antworten und den Schuhen natürlich, musst du jetzt einen rauswerfen. Oh mein Gott, jetzt schon? Ja, das ist übelst hart. Furchtbar. Die erste Runde ist immer die härteste. Oh, das ist aber wirklich hart. Willst du sonst noch eine ganz kurze Schnellrunde machen? Also irgendwas, wo die, keine Ahnung, ganz schnell ihren Namen sagen oder so? Ja, genau, ob ihr raucht. Ah, das ist, okay, wir sagen dann nochmal gar nichts zu. Und dann gucken wir, was die Antworten sind. Sag mal ganz schnell hintereinander, ob ihr raucht. Kandidat 1? Nein. Kandidat 2? Nein. Kandidat 3? Noch nie. Kandidat 4? Nur Shisha. Kandidat 5? Nein. Kandidat 6? Nein. Kandidat 7? Auch lieber Nummer 4, auch nur Shisha. Okay, keiner raucht, außer Shisha und Nummer 3 noch nie, glaube ich. Ja, ich finde eigentlich Shisha rauchen nicht schlimm. Ich weiß nur, dass es auch sehr ungesund sein kann und soll im Vergleich zu Zigaretten. Deswegen würde ich mich da jetzt ganz oberflächlich mal danach entscheiden, zwischen den beiden, die halt ab und zu Shisha rauchen. Aber boah, das ist so ein Pain. Ich hasse Entscheidungen. Welche beiden haben Shisha geraucht? Kandidaten? Nummer 4. Und? Und 7. 4 und 7. Mein Gott, die haben auch die gleichen Schuhe anfasst. Ja, das sind, glaube ich, die zwei, die sind einfach Zwillinge. Ja. Ja, keine Ahnung, ganz oberflächlich ist es jetzt wirklich. Da lass dein Bauchgefühl entscheiden. dann ganz spontan Nummer 7, aber ist nichts Persönliches. Das ist richtig. Okay, Kandidat Nummer 7, du kannst dann jetzt hervorkommen. Oh, tut mir so leid. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, I'm so sorry. Kein Thema. Probier mal Shisha, Minz oder Apfel, ist gut. Oder Shisha Schinken. Ach, du bist mal die Shisha geleitet. Ich habe früher voll viel geraucht. Mein Vaters Arzt hat irgendwann gesagt, Girl, stop it, das ist so ungesund. Und dann habe ich aufgehört deswegen. Du würdest mich nur abhängig machen. Ja. Der Papa wäre nicht beeindruckt. Ja. Aber schön, dass du da bist. Voll schöne Schuhchen, sehr schön akkurat geschnürt. Dankeschön. Das Outfit ist auch eigentlich Kitzel. Ja, es hat so einen Gaming-Vibe. Das mache ich ja eh. Mann, verdammt. Okay. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Tschüss. Och Mann, bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Tada! Oh, schick. Alle cool, oder? Ja. Das sieht aus wie so eine Kollektion. Ja, genau, voll so. Was wollen Sie heute? Bisschen casual, ein bisschen schicker. Ja auch cool. So, also die gleich so Farben. Grün ist so heute in. Ja. Beige, blau. Nice. Welches Outfit findest du am coolsten? Kann ich gar nicht sagen, weil ich finde es immer schön, wenn jemand einfach mal casual, mal schicker, mal ein bisschen sportlicher. Also ich bin eigentlich mit allem, was ich sehe, mehr als happy. Okay. Ja. Hast du eine Frage? Ja, wie heißt ihr denn? Ah, Kandidat Nummer 1, wie heißt du? Ja, mein Name ist Emre und bin 24 Jahre alt. Wie ist dein Name? Emre. Ah, Emre. Kandidat Nummer 2, wie heißt du? Ich heiße Kai, ganz kurz und knapp, bin 31 Jahre alt. Also cool, dass sie ein Alter direkt dazu sagen, ne? Kandidat Nummer 3, wie heißt du? Ich heiße Falk und ich bin 24. Falk, der weiß richtig, wo er ist. Kandidat, na, ich glaube, da stört das Alter auch gar nicht, dass der 24 erst ist, weil er... Das finde ich eh egal, weil meine Mutter ist 11 Jahre älter als mein Papa. Und meine Mama und mein Papa haben sich damals kennengelernt. Da war meine Mutter 31, hatte schon 2 Kinder. Mein Papa war 20, noch Medizinstudent. Und die sind bis heute zusammen, 35 Jahre happy verheiratet. Und mein Vater war einfach in dem Alter, glaube ich, schon so viel reifer, als ich es überhaupt bin heute. Das heißt deswegen... das sagt eigentlich gar nichts. Ja, voll. Das kommt mal echt auf die Person drauf an. Aber ich glaube, meine einfach so Kandidat Nummer 3, der steht gut im Leben. Ja. Ja. Kandidat Nummer 4, wie heißt du? Ich heiße Serhat und ich bin 24. Kandidat Nummer 5? Ich heiße Nils und bin 22 Jahre alt. Kandidat Nummer 6? Ich bin der Ben und bin auch 22 Jahre alt. Okay. Supi. Freut mich, euch kennenzulernen. So, dann würde ich mal fragen, ob ihr zockt. Computerspiele. Und wenn ja, was am liebsten? Haut mal raus, Kandidat Nummer 1. Was zockst du? Also ich habe ab und zu gezockt. Früher habe ich sehr viel Minecraft gespielt und bin dann später so in die Rocket League Schiene gegangen. Aber irgendwann habe ich dann die Lust verloren und habe mich mehr auf das Leben konzentriert. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gaming so das Leben so ein bisschen zieht, aber ich finde das schon meiner Meinung nach so eine gewisse Zeitverschwendung ab und zu. Hey, du verdienst damit dein Geld. Das ist was anderes. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann. Nee, das ist ja, du hast halt einen Traumjob, das ist halt ja, cool. Ja, deswegen eben. Aber ich check schon. Ich verstehe voll, also ich muss auch sagen,
Ich habe immer, als ich noch nicht YouTube und Co. gemacht habe, halt auch nach meinem Job bin ich nach Hause und habe halt gezockt. Aber ich verstehe, wenn andere sagen, hey, ich gehe lieber in Sport, mach was anderes. Also, dass man dann irgendwo den Fokus verliert und sagt, ich bin halt karriereorientiert oder habe andere Hobbys, verstehe ich vollkommen. Ja, voll. Ja. Kandidat Nummer zwei, wie zockst du? Ja, also ich habe eine Xbox und einen PC und zocke darauf relativ regelmäßig. War sehr auch in Hogwarts Legacy abgetaucht, als es rauskam, so ein bisschen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon auch eine Leidenschaft von mir. Kandidat Nummer drei. Ja, als Sohn eines ITlers bin ich da relativ früh schon reingerutscht in die Schiene. Hatte relativ früh schon Zugang zu Computer und Spielekonsolen und bin deswegen so ein bisschen auch damit aufgewachsen. Früher auch tatsächlich mit meinem Vater zusammengespielt. Und ja, ich spiele eigentlich fast alles von Shootern zu Survival zu Horror zu auch mal, keine Ahnung, eine Runde FIFA oder sowas oder mit Freunden dann nach Arbeit, nach Uni eine Runde Mario Kart auf der Switch. Das geht immer alles sehr gut klar, finde ich. Sehr schön. Kandidat 4, zockst du? Ja, ich zocke auch. Ich zocke sehr viel Call of Duty, Warzone, auch ab und zu FIFA. Ja. Kandidat Nummer 6, nee, 5. Ich habe früher viel gezockt, also so vor 2-3 Jahren, auch alles Mögliche, aber dann habe ich meine Ausbildung angefangen und wollte mich darauf konzentrieren und habe auch die Lust am Zocken verloren. Und ja, aber ich gucke gerne Streams von verschiedenen Streamern. Ja. Kannst du ihm ja die Lust wieder zurückbringen? Ich brauche nur jemanden, der zuschaut. Ja, das kann ich gut. Ja, eben, also ich bin tatsächlich auch jemand, meine Mutter musste mir früher immer zuschauen oder ich habe eine beste Freundin, die ist 26 Jahren, die musste mir auch immer zugucken und deswegen ist ja gut, YouTube-Videos und Streams, da habe ich Leute, die zuschauen. Das heißt, ich muss einfach nur spielen können. Auch jemand, der mir zuschaut, mit dem ich es teilen kann. Kandidat Nummer 6, zockst du? Ich bin mit Minecraft aufgewachsen, habe wirklich von früh bis morgens immer gezockt, bin dann zu PUBG mal übergegangen, aber irgendwann habe ich dann einfach die Liebe daran verloren und mittlerweile habe ich auch gar keine Zeit mehr leider dafür. Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rausmüllen. Also. Was zockst du denn? Alles außer FIFA. Das ist schon mal was, wo mein Öhrchen so erklingt, wo ich sage, boah, nee, aber wenn es mal gezockt wird, ist nicht schlimm. Also FIFA ist das, was ich nicht mag. Ich würde die Person wählen, die gar nicht mehr so zockt. Welche war denn das nochmal? 1, 5 oder 6. Richtig. Sonst hast du vielleicht eine Idee, wie du. Eine ganz schnelle Frage, wo du weißt, okay, das ist jetzt ein Ja oder Nein. Habt ihr ein Problem damit, wenn die Frau mehr Geld verdient? Kandidat 1? Nee, absolut nicht, denn das für mich beide sind streng, also sind am einen Strang quasi. Und das ist mir egal, ob die mehr verdienen. 2? Nein, habe ich überhaupt kein Problem mit, würde ich auf jeden Fall unterstützen. 3? Würde ich auch supporten, kein Problem mit. 4? Kein Problem. 5? Kein Problem damit. 6? Genau das Gleiche. Die sind alle so toll. Ich nehme alle, ich mache ein Harem auf. Oh, Jungs, ihr seid super. Ich würde halt dann jetzt ganz oberflächlich nach dem Gaming gehen und dann halt Nummer 1 oder die letzten beiden. Und da die Schuhe da nicht schon so waren, würde ich sagen Nummer 5. Alles so oberflächlich. Okay, Kandidat Nummer 5. Ganz oberflächlich, I'm so sorry. Yeah. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Es ist so oberflächlich. I'm so sorry. Hallo. Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ich mag deine Hose. Danke. Die ist cool. Generell cool. Ist auch sehr bequem. Ja. Danke. Die nehme ich mir nachher mit. Du bastelst dir so dein Kleiderschrank zusammen. Genau, ich habe schon mal Schuhe, eine Hose, ich brauche noch ein Oberteil. Jetzt warten und ein Oberteil. Hey, aber auch ein lieber. Ich mochte so eine Locken. Ja. Sieht süß aus. Ja. Oh. Nächste Runde. Und zwar darfst du jetzt wieder eine Frage stellen. Mhm. Am besten eine und dann direkt wieder eine Antwort. Genau. Was wäre für euch eine Red Flag an eurer Partnerin? Okay. Kandidat 1, was wäre eine Red Flag an Jasmin? Also definitiv, wenn sie unpünktlich ist, denn ich lege sehr viel Zeit auf Zeit und Zeitmanagement ist mir wichtig. Und wenn sie auf Dauer sehr, also viel unpünktlich ist, dann macht mich das auch ein bisschen wütend. Sag ich, also nicht wütend, sondern ich bin sehr enttäuscht, deswegen unpünktlich ist ein Red Flag. Ja, dann sei mal froh, dass du nicht Amar datest. Sorry, Amar, aber da musst du sein. Du hast uns alle schon warten lassen. Kandidat Nummer 2. Was wäre eine Red Flag bei Jasmin für dich? Ja, also wenn jemand ungeduldig ist, dann finde ich das auch manchmal ein bisschen schwierig. Oder eben also die Klassiker, halt Unehrlichkeit. Ne? Man sollte immer ehrlich miteinander sein in einer Partnerschaft und klare Kommunikation haben. Das ist mir wichtig. Sehr schön. Mhm. Kandidat Nummer 3? Abgesehen von den Standards ist für mich als klarer Nichtraucher
Das Zigarettenrauchen, eine starke Red Flag. Ich finde, das riecht sehr schlecht, es ist eklig, man schmeckt es beim Küssen. Die Finger verfärben sich. Das ist, ja, ich finde das einfach extrem unästhetisch, unattraktiv. Ich liebe es, wie ihr redet. Ja, das wäre für mich eine starke Red Flag. Ja. Geht so ein bisschen politikermäßig, ja, ne? Ich glaube, das ist eine KI, der ist gar nicht echt. Neues Experiment. Das ist ChatGPT, ja. Was mag Nu? Kandidat Nummer 4, was wäre für dich eine Red Flag? Also bei mir ist Pünktlichkeit auch sehr, sehr wichtig, also Unpünktlichkeit. Und ja, wie der Kollege neben mir gesagt hat, Rauchen ist auch sehr, sehr, würde ich sagen, katastrophal. Und ja, wenn man halt als Mädchen jetzt irgendwie immer ungepflegt ist. Immer was? Ungepflegt ist. Ungepflegt? Genau. Ja. Geht aber für beide. Ja, generell. Kandidat Nummer 5, was wäre für dich eine Red Flag? Also ich finde, extreme Eifersucht ist wirklich schlimm und halt dieses Kontroll, dass man immer alles wissen will und keine Ahnung, wissen will, wohin man geht und alles. Aber auch irgendwie, wenn man drogenabhängig ist oder dauernd kiffen muss und halt raucht und so, weil ich diesen Geruch auch überhaupt nicht mag. Ich glaube, da hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht, kann das sein? Also wir haben da vorhin drüber geredet, du willst die Leute therapieren. Das sind so explizite Dinge, wo ich glaube, dass es gerade auch eine persönliche Erfahrung ist. Das sehe ich auch. Ich meine, ich wurde auch schon betrogen in Beziehungen. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man halt versteht, der neue Partner ist ein neuer Partner und er hat halt einfach nochmal einen Z-Punkt auf Null verdient und das ist eine andere Person. Mhm. Und das nicht auf die Person projiziert, dass sie das genauso gleich macht. Deswegen, ich glaube, ich höre so ein bisschen. Bist du der Meinung, dass wenn man in eine neue Beziehung geht, dass man dann komplett gehealt sein muss? Sonst geht es nicht? Nee, ich glaube, man muss halt dem Gegenüber auf jeden Fall sagen, dass man da halt eben Probleme hat. Aber ich finde, man darf nicht auf den Partner oder Partnerin projizieren, dass die einen jetzt das Leben rettet. Also ich habe manchmal so das Gefühl, ja, wenn die neue Person, die muss damit klarkommen. Ja. Nein, so, also bis zu einem gewissen Grad. Man kann ja schon unterstützen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner hätte, der anfängt, in mein Handy zu schauen, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe, fände ich das schon schwierig, weil ich halt nicht dafür verantwortlich bin, dass er mir irgendwann vertraut. So. Das kommt ja auch mit der Zeit. Ich finde es schon okay, wenn man gerade frisch zusammenkommt und ich weiß, ja, okay, da baut sich das Vertrauen auf, aber es sollte irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, ich kann der anderen Person vertrauen. Mm, total. Wen von diesen wunderbaren Jungs musst du jetzt rauswählen? Oh, es wird immer schwieriger, ne? Die sind echt, ich bin richtig überrascht, die sind ja alles richtig krasse Typen. Ja. Ich glaube, also ich fand auch die letzte Antwort ganz toll, weil man einfach gemerkt hat, dass jemand, der sich öffnet, der erzählt direkt, dass es für mich geht, für mich nicht, hatte ich wahrscheinlich schon Erfahrung, es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Fand auch von Person Nummer 3 sehr straight up. Ich glaube, ich würde tatsächlich Kandidat Nummer 4 sagen. Mhm, warum? Aber ich weiß auch nicht, warum. Okay. Ich weiß nur, dass mir bei allen irgendwas im Kopf geblieben ist und da nichts, aber auch gar nicht böse gemeint. Mm, okay, er hat so ein bisschen Standardsachen gesagt, meinst du? Ja, aber es ist auch schwer, wenn man halt immer als letztes antworten muss, ne? Ja. Du sollst jetzt halt immer das nach, was andere sagen. Können ja nächste Runde von hinten anfangen. Ja, okay. Das wäre fair, ja. Ja. Okay, Kandidat Nummer 4, du kannst dann jetzt hervorkommen. Aber es gibt keinen sichtlichen Grund, so, ne? Das ist einfach nur... Das ist einfach ein Feeling. Schlag mich nicht. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Alles klar? Hallo, ja. Da hast du mitgemacht. Das ist gar nicht Dankeschön. Irgendwie böse gemacht. Alles schön, dass du da bist. Ganz ruhig. Dankeschön. Ja. Alles. Hey, voll cool mit dem Pulli. Ja, voll süß. Hätte ich Dankeschön. Das gesehen, dann es gibt immer einen Pluspunkt. Ja. Richtig. Cool. Und du hast einen sehr guten Komfort dran. Ja, danke schön. Was ist denn das? Das ist Kirke. Merkt euch, das riecht richtig gut. Steht dir, Lego. Dankeschön. Ich habe eine sehr gute Nase, deswegen. Mhm. Ich hätte riechen sollen an euch. Ja, hättest du Oh, das kannst du bei der nächsten Runde machen. Ja, ich rieche. Ja. Verdammt. Okay, danke, dass du da warst. Kann ich gerne machen. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. Er war so richtig gepflegt. Ja, er hat so richtig gestrahlt. Schön, also eigentlich gefällt mir sehr gut. Ja. Jetzt habe ich halt verkackt. Nächste Runde. Yay. Hey, welches Outfit findest du auf Anhieb am coolsten? Am coolsten würde ich sagen, der Anzug und der rosa Pulli. So ja? Fast, ja. Das sind so zwei Seiten, die du gerne hättest bei einem Boy? Ja, das sieht so smooth aus. Cool. Und welches Outfit findest du nicht so perfekt? Kann ich gar nicht. Ich finde die eigentlich alle gut. Das ist nicht so, ich sag. Also wie gesagt, müssen wir sehen, wie ich rumlaufe. Deswegen, Outfit ist mir eigentlich wurscht. Aber die fallen mir schon auf, weil das einfach so farblich... super abgestimmt. Ich mag auch das Schwarze sehr. Ich mag aber auch das einfach ganz, das so dieses Gamescom-Gamer-Style mit einfach gelbem Shirt und so eine hellblauen Jeans mag ich auch. Also... Gelb? Grün. Bist du warm? Ne, dachte ich gerade. So was jetzt? Sehe ich gelb.
Sorry. Ja, ich finde, Kandidat 4 sieht auch gut aus. Ja. Ja. Okay. Hast und du die haben alle eine sehr gute Haltung. Ah, stimmt. Gebt euch mal echt Mühe, sagen. Oder reden? Nee, also ich glaube, die stehen tatsächlich einfach alle gut die, da. Die sehen aber auch alle so aus, als würden sie Sport machen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir kommen nämlich zum Thema Hobbys. Mm. Kandidat Nummer 4, welches Hobby hast du? Für mich ist Gym ein richtig, richtig wichtiger Punkt im Leben, weil das irgendwie so mein Ausgleich zum Alltag. Und ich gehe auf jeden Fall immer viermal, ich versuche auch fünfmal die Woche zu gehen. Das ist irgendwie, also das ist so Pflicht bei mir, das mache ich, das brauche ich. Ja. Oh, super. Kandidat Nummer 3. Ja, ich mache auch relativ viel Sport. Allerdings bin ich tatsächlich eher auch dem Motorsport zugeneigt. Ich fahre sehr, sehr gerne Motorrad. Das ist für mich so, ich sag mal, das fehlende Quäntchen Glück im Leben, so was mich zu dem Menschen macht, der ich bin. Krass. Ich war ja mal für Forza war das, am Nürburgring und bin 5 Stunden dort gefahren, um anschließend gegen verschiedene Creator ein Rennen zu fahren. Und ich dachte, ich kotze. Echt? Also ich bin da recht, also ich hasse Geschwindigkeit, aber wenn es sein Hobby ist, easy, ne? Ja, wenn ich nicht mitmachen muss, aber boah, Geschwindigkeit, das ist für mich, das ist immer so absurd, weil deutsche Autobahn unbegrenzt, ich bin immer die Schnecke, die rechts ist. Und ich werde sogar von LKWs überholt und man merkt schon, er will gehen. Er will jetzt schon gehen. Mich überholen LKWs. Ja. Nee, aber cool. Vor allem, du hast voll das schicke Auto und dann schluckerst du auf der rechten Seite. Das ist ja Ironie an sich, aber ich finde es cool, wenn jemand ein anderes Hobby hat, weil ich finde auch Gegensätze können sich anziehen und man kann auch immer wieder Neues lernen. Also finde ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn man auch mal sagt, hey, und vor allem kann ja auch mal ein Partner sein eigenes Hobby haben, mit dem man selber nichts zu tun hat. Voll, zum Beispiel was zu erzählen. Ja. Kandidat Nummer 2, welche Hobbys hast du? Ja, also ich fahre Ski, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Ich habe letztes Jahr meinen Tauchschein gemacht, mache auch gerne Sport. Also das ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Lebens und meine Leidenschaft ist das Kochen. Cool. Mmh. Cool. Würdest du auch deiner Partnerin Skifahren beibringen? Ja klar, gerne. Geil, weil ich bin gar kein Problem. Kandidat Nummer 1, was ist dein Hobby? Ich bin seit 7 Jahren im Boxverein, also mein Hobby ist eindeutig Boxen. Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich mich jeden Tag persönlich weiterentwickle. Das heißt, das ist auch so ein Hobby, ich suche mein Thema raus und informiere mich da bis zum Totschlag mäßig. Und will einfach so der Beste in dem Gebiet sein, wo ich mich so dafür interessiere. Cool. Hey, oh mein Gott, das habe ich mir auch mal vorgenommen. Jeden Tag eine Doku gucken oder so. Ja, Atomic Habits heißt es doch. Jeden Tag, die 1%-Methode, jeden Tag 1% besser. Ja. Finde ich gut. Ich habe auch lange, sehr lange Kampfsport gemacht, auch Kickboxen. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich mich jedes Mal was breche. Also ich hatte, glaube ich, 2-mal die Rippe gebrochen, 2-mal Schlüsselbein und mein kleiner Zeh steht ab. Der ist jetzt so. Oh Gott. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die Männer haben ihre Kraft nicht irgendwie bei mir im Griff. Deswegen habe ich dann erstmal geskippt und bin auf eine andere Kampfsportart gekommen. Mm. Was hast du für Hobbys gerade? Arbeit. Nee, also neben Arbeit, na klar, meine Leidenschaft Gaming. Aber ich mache schon sehr viel Sport. Also ich liebe Wandern. Ich liebe auch Laufen gehen, neue Sportarten ausprobieren, so ein bisschen sich selber challengen. Ich will ein Musikinstrument anfangen. Ich bin ja halb Türkin. Welches? Geige. Oha. Aber ich muss die Zeit freischaufeln. Ich bin ja halb Türkin, ich will Türkisch lernen. Also so ein bisschen mehr auch in die Richtung, wo ich mein Brain mehr. Ich liebe Malen zum Beispiel. Bist du auch gut oder machst du das? Ja. So? Ah, ja. Ja, aber es weiß irgendwie keiner, weil das einfach nur so für mich behalte. Aber das sind so meine Hobbys, würde ich sagen. Wie, welches dieser Hobbys spricht dich denn jetzt am meisten an? Boxen, Skifahren, Motorsport, Gym. Ja, schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich mit Skifahren gar nicht identifizieren kann. Das ist auch absolut oberflächlich. Aber da habe ich schlechte Erfahrungen mit. Mit Skifahrern oder mit Skifahren? Mit einem Skifahren. Nein, es war immer so die Red Flag, dass ich nicht Skifahren kann. Und irgendwie, ich hasse Kälte. Oh, du arme Maus. Ja, der hat aber auch einen Tauchschein. Ich weiß, es ist wiederum cool, aber ich glaube, so Skifahren ist was, was ich, glaube ich, nie lernen werde, weil ich zu tollpatschig bin. Ich hoffe, dass ich es eines Tages lerne, sich immer Zeit nimmt, aber ich mag die Kälte gar nicht. Okay, dann Kandidat 2 raus. Kandidat 2. Eigentlich ja, es ist so schwer, es tut mir so leid, es ist so doof. Du bist so eine süße Maus. Hallo. Hallo. Es ist so unfassbar oberflächlich. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, danke, dass du dabei sein durfte. Ach, der mit den Schuhen. Sollen wir drüber reden? Ja, cool. Dann habe ich jetzt schon Schuhe in Hose. Tschüss. Tschüss. Er geht schon. Ja. Tschüss. Bereust du es? Ja, ist voll gemein. Hm. Ja, weil es ist halt, wie gesagt, man kann halt die Leute nicht richtig kennenlernen, aber er hat es mir nicht böse genommen, das spricht für ihn. Nee, es war auch ein Lieber. Hast du eine Frage?
Oder möchtest du einen Joker nutzen? Ja, wir hatten ja einen Schnüffeltest. Mhm. Da es wahrscheinlich weirde Clips geben wird, wenn ich das tue, haben wir hier einen Joker. Ja. Ich möchte gern deinen Hund als Orakel nutzen, weil man sagt ja oft, dass Tiere irgendwie schon auch mit manchen Menschen viben. Und wir haben ja gerade gemerkt, wie gut jemand nach Parfum riecht. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich rieche sehr gut. Und deswegen dachte ich, damit keine abartigen Clips entstehen, schnüffel jetzt nicht ich, sondern dein Hund. Mein Hund Freddy, ja. Okay. Freddicino. Also das ist Freddy, mein Hund. Ich gebe jetzt jedem von euch einen dieser Stangen. Und Freddy darf sich entscheiden, welche Stange er will. So, und jetzt... Okay, Stange raus. Darf ich ihm das hinwerfen? Darf ich hinwerfen? Oder? Ja. Ja, okay. Das ist der Weiterkommt-Joker. Die Kandidat Nummer 3, davon wollte er die Stange. Sehr gut. Kandidat Nummer 3 ist dann safe weiter. Ist safe dann weiter. Würde ich aber noch vielleicht eine zweite Frage an die anderen beiden stellen. Mhm. Dann würde ich jetzt noch für die letzten zwei euch auffordern, dass ihr eine Frage an mich stellen dürft. Du willst wissen, was die von dir wissen wollen. Ja. Einfach nur an die ersten beiden. Nummer 3 ist ja schon weiter. Ja, aber kann trotzdem auch eine Frage stellen. Okay, Kandidat Nummer 1. Was ist deine Frage an Jasmin? Okay, dann ich werde gerne wissen von Jasmin, was das Wichtigste für dich in einer Beziehung ist. Also wirklich das Ultimatum. Das muss stimmen so. Wenn das nicht geht, okay, dann wird das nichts. Also was muss wirklich sehr, sehr harmonisch sein, damit das funktioniert? Boah, das ist echt, da gibt es so viele Punkte, die eigentlich wichtig sind. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, das, was mein Vater mir nämlich gesagt hat, so ein bisschen in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Dass er halt gesagt hat, deine Mama und ich sind einfach ein Team. Also egal, weil meine Mutter hat letztes Jahr einen Schlaganfall. Mein Papa ist ja 11 Jahre jünger und das merkt man jetzt körperlich schon. Und die halten einfach zusammen. Und er hat gesagt, das Wichtigste ist einfach Zusammenhalt. Und dieses schon so ein bisschen... Ich bin für dich da, auch wenn es mal schwierige Zeiten gibt. Dass du einfach weißt, du hast einen Partner, mit dem geht es durch dick und dünn. Und dass man aber auch zusammenarbeitet, wenn man merkt, es funktioniert gerade etwas nicht und es einfach nicht direkt wegschmeißt. Kandidat Nummer 2, was ist deine Frage an Jasmin? Ja, weil du dir wahrscheinlich schon, ich sag mal, relativ selber viel ermöglichen kannst, wäre meine Frage jetzt, was du wirklich gerne hättest, was du dir aber bisher eventuell auch noch nicht erfüllt hast. Oder ein Wunsch, den du schon seit Jahren hast, der einfach noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Genau, also ich würde sagen, das ist eigentlich nichts Materielles und ich glaube, das Wichtigste, und das sehe ich gerade mit meiner Schwester und ihrem Partner und wie sie so lebt, die hat so alles beruflich erreicht, was sie will, ne, auch, und die sind einfach in sich glücklich. Also einfach so dieses, dass man in sich glücklich ist, natürlich ist finanziell abgesichert sein immer schön und Geld macht irgendwas sorgenfrei, aber ich glaube, so einfach so diese innere Happiness mit einem Menschen zu finden, mit der man das teilen kann, die einfach auch einem viel im Leben dazu gibt, einen unterstützt. Ich glaube, das ist so sehr bestrebenswert. Und natürlich hat auch Gesundheit für Family und alle. Kandidat Nummer 3, was ist deine Frage an Jasmin? Obwohl du schon weiter bist. Was ist deine größte Red Flag bei Typen? Meine größte Red Flag? Also ich glaube, da ich halt so oft so brutal verarscht worden bin, ist halt einfach, wenn du von vornherein unehrlich bist. Und damit zählt ja auch rein Fremdgehen, über sein Leben, Lügen, dass man einfach nicht so sich selber steht und ehrlich ist oder halt einfach eine Beziehung möchte, obwohl man irgendwie nebenbei sich austobt und das heimlich macht. Also einfach so dieses Unehrlichsein, das finde ich ganz schrecklich. Okay, gut. Basierend auf diesen Fragen musst du jetzt einen rauswählen. Boah, schwer. Also ist ja nur Kandidat 1 oder 2, weil das Orakel hat ja schon Das Orakel entschieden. Hat schon entschieden. Ja, schwierig. Du hast ja auch die Fragen da vorne und du hast ja auch noch die Outfits. Ja, also ich glaube... Ich würde alle drei daten, weil die also alle drei dann näher kennenlernen wollen. Es ist halt jetzt einfach super oberflächlich. Ich würde sagen, da Nummer 1 so special ist vom Outfit her und so straight von den Aussagen, würde ich sagen, Nummer 1 raus. Aber eigentlich tut es mir im Herzen weh, weil ich finde alle drei gerade super. Ah, du meinst Nummer 2 ist special mit Outfit? Ja. Ja, okay. Du willst den Anzug honoren? Ich will mehr sehen, ja. Okay. Dann Kandidat Nummer 1, du kannst sie jetzt hervorkommen. Ja. Hi. Hallo. Hallo. Ja, nur so. Also sehr sympathisch. Ja, also, wegen dem Geruch müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich habe kein Parfüm drauf. Das ist nicht schlimm. Deswegen, ich wollte jetzt nicht so schlecht rüberkommen, wollte ich erstmal nicht umarmen. Ach so. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ich habe so für dich gedacht, weil du magst ja Parfüm, du stehst ja drauf. Oh. Du hast aber auch einen guten Eigengeruch. Ja, das ist der Schweiß dann, glaube ich, oder? Aber ist doch besser, wenn das eigene Parfum das Beste ist. Ja, das stimmt. Mach Spaß doch ein Parfum draus. Ja. Das wär's doch. Er hat mich gefreut. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Ach Mann, hat er sich so Gedanken gemacht? Ja, aber wir können aus seinem Schweiß Werbe Geld machen, das ist doch gut. Können wir machen. Aber 50-50? Ja, jetzt in unserem Shop. Jasmin und so. 50% genau mit Knutoff. Du hast hier zwei komplett unterschiedliche Typen. Das ist voll spannend. Das ist irgendwie voll cool. Ja, und irgendwie sind sie doch grün. Okay, hast du eine Frage als Finale quasi? Ja, wollt ihr mal Kinder? Okay, Kandidat Nummer 1, möchtest du Kinder? Und wenn ja, wie viele? Ja, ich bin ein großer Familienmensch. Zwar als Einzelkind aufgewachsen, aber das immer so ein bisschen nicht so gerne gemocht. Also Geschwister wären schon cool gewesen, sage ich mal. Aber mir persönlich ist Familie extrem wichtig, der Zusammenhalt innerhalb der Familie und auch dann Kinder. Am liebsten so 2 bis 3. Süß. Kandidat Nummer 2, möchtest du Kinder? Und wenn ja, wie viele? Also ich bin mit meinem großen Bruder aufgewachsen. Und deswegen würde ich auch gern 1, 2 Kinder haben. Natürlich im klassischen mit zuerst Junge, dann Mädchen, aber letztendlich ist es egal. Aber 2 Kinder wären schon schön, ja. Ist süß. Ja. Hauptsache gesund. Und du? Wenn ich einen richtigen Partner finde, dann ja. Mhm. Und wie viele? Ich würde mal sagen 2. 2? Ja. Aber wäre das für dich auch eine Option, keine Kinder zu haben? Eventuell. Also ich würde, glaube ich, schon lieber welche haben wollen, aber ich sag mal so, ich verstehe auch, warum Leute sagen, sie wollen keine. Ja, also du kannst auch ohne Kinder glücklich werden. Okay, die wollten jetzt beide Kinder haben. Vielleicht noch eine Frage für die Entscheidung, vielleicht was die beruflich machen? Oh ja. Okay, Kandidat Nummer 1, was machst du beruflich? Ja, ich studiere Wirtschaftsinformatik und ich arbeite nebenbei bei Siemens in der IT-Abteilung und im administrativen Bereich für, genau, administrativer Bereich. Kandidat Nummer 2. Ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich mit 17 eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann in Bayern, also in meiner Heimat. Und bin dann jetzt nach Köln gezogen und hole jetzt mein Abitur nach, um dann im Anschluss zu studieren. Ach cool. Cool. Was möchtest du studieren? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich habe Grundschullehramt überlegt. Aber ich mag auch das ganze Thema Social Media. Also wenn es da irgendwie was geben sollte, bin ich da voll dabei. Ja, okay. Ja. Ich sage auch immer, man findet irgendwie seinen Weg. Meine Freundin macht sich auch gerade komplett den Kopf, wo sie hingehen soll. Kommt. Und wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich immer eine bessere. Ja. Das habe ich gelernt. Ja, ich bin auch voll der Auffassung, dass wenn man so seinen Weg gerade sucht, dass man einfach das machen muss, worauf man jetzt gerade einfach am meisten Lust hat. Genau, dann kommt man in den richtigen Weg. Genau, und ich finde es auch voll nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich arbeite jetzt 5 Jahre in dem Beruf und ich möchte mich nochmal komplett neu umlernen. Ey, ganz ehrlich, wir werden mittlerweile 90 Jahre, wir leben so lang. Ja. Deswegen sage ich immer, bis das der Tod uns scheidet, war damals easy, da bin ich mit 30 gestorben im Mittelalter. Ja. Heute musst du bis 90 durchhalten. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt einen rauswählen. Boah. Ja, das ist hart. Was sagt die Managerin? Wen würdest du rauswählen? Wen siehst du für mich? Ja, okay, wenn die Managerin entscheidet, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die kennt mich. Jeder sagt auch, sie sieht aus wie meine Schwester, wie ich, deswegen. Tut sie wirklich. Wahrscheinlich sind wir wie Geschwister und wissen es nicht. Wir sollten mit unseren Eltern reden. Ja, ich würde Nummer 1 dann nehmen. Also Nummer 2 raus? Ja. Okay, dann Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hallo! Ja, ich wollte es erst mal. Hallo! Voll cool, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mach dir keinen Stress. Du weißt, ich wusste es auch nicht. Ja, ist gut zu hören auf jeden Fall. Ich bin so jung, ey. Ich war 28, dachte, wo muss ich hin? Deswegen ja, ich denke es auch jeden Tag. Ja. Und nimm das Orakel mit, das hat sich für dich entschieden. Ja, so süß. Ist so klein, oh mein Gott. Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Tschüss. 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 Ach, was so ein Lieber. Ja, Freddy. Ja. Fand er auch nett. Ja. Okay, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Hi. Freut mich voll. Gleichfalls. Top. Also auch Attitude, wie du redest, wie du sprichst. Ich habe so viel Ams immer zwischen meinen Sätzen, hast du gar nicht. Also wirklich, Chapeau. Hey, du siehst auch super aus. Dankeschön. Ihr passt wirklich, wirklich gut zusammen. Es passt wirklich auf dich. Ja, wir haben uns auch gar nicht abgesprochen. Ne? Also Stimmt, ja. Echt cool. Dankeschön. Und was denkst du? Wow. Ich finde auch das Outfit super. Danke, das hat meine Schwester zusammengestellt. Top. Also ich mag die Jacke sehr. Ich finde sie sehr cool. Ja, das ist auch von ihr. Vielleicht hätte ich sie ja geschenkt an so eine Vielleicht ein bisschen nachfragen gleich mal. Ja. Ein bisschen Glück. Ja. Was ist dein Gedanke? Ja, voll sympathisch, voll positiv. Also wie gesagt, ich finde auch, wie du sprichst, so diese ruhige Art, mega. Du bist einfach schon, du bist, glaube ich, mein Papa damals vor vielen Jahren. Und man sagt doch immer, man sucht seinen Papa, oder? Ja, mein Papa ist ein Macher. Mein Papa ist Türke und er sagt immer, er ist super Türk.
Wirklich, Riesenkompliment für dich. Für mich, vielen, vielen Dank. Vielen Gerne. Dank. Ach, ihr zwei seid echt, das passt voll gut. Na dann, ihr könnt jetzt, geht in euer Date oder in eure Kennenlernphase. Top!